Rückschlag für Russlands Weltraumprogramm. Der zweite Startversuch Russlands einer neuen Schwerlastrakete ist abgebrochen worden. Etwa 2 Minuten vor der geplanten Startzeit wurde der Start der Angara A5-Rakete gestoppt. Die staatliche Nachrichtenagentur gab als Grund einen Ausfall des Druckausgleichssystems des Oxidationstanks des zentralen Raketenblocks an. Auch der erste Versuch scheiterte ebenfalls aufgrund eines Fehlers im Druckausgleichssystem, erklärte Roskosmos-Chef Juri Borissow.